Leute, Großadmiral Thrawn ist wohl einer der beliebtesten Star-Wars-Charaktere außerhalb der Filme. Vielleicht sogar einer der beliebtesten Star-Wars-Charaktere überhaupt. Jetzt wurde Thrawn ja schon in der zweiten Mandalorian-Staffel erwähnt, weshalb es immer wahrscheinlicher wird, dass wir Thrawn vielleicht sogar schon recht bald in Live-Action-Form zu sehen bekommen könnten. Da ich selber ein riesiger Thrawn-Fan bin, sollte mich das eigentlich sehr freuen. Aber um ehrlich zu sein, macht es mir mittlerweile mehr Bauchschmerzen, als es mich freut. Warum? Das erfahrt ihr heute in diesem Video. Da vielleicht nicht alle von euch Thrawn kennen, lasst uns aber vorher noch kurz eine kleine Exkursion zur Out-of-Universe-Geschichte Thrawns machen. Während es nach den allerersten Star Wars-Filmen einige wenige Star Wars-Romane und Comics gegeben hatte, wollte Lucasfilm Anfang der 90er Jahre ein ganzes riesiges Universum an Romanen, Comics und Videospielen außerhalb der Filme aufbauen, um das Interesse an Star Wars bis zu den nächsten Filmen weiter hochzuhalten. Eins der allerersten Werke, das da rauskam, von dem, was bald als das erweiterte Universum bekannt werden sollte, war der Roman Erben des Imperiums, der erste Band der Thrawn-Trilogie. Das Buch spielte 5 Jahre nach Episode 6 und das Grundkonzept da ist, dass zu der Zeit ein imperialer Großadmiral, eben Thrawn, wieder aufgetaucht war und nun die neue Republik terrorisierte. Das Besondere an Thrawn, er ist da zwar ein Bösewicht, aber er ist nicht so gnadenlos wie Vader und er kann durch das Analysieren von Kunst und Kultur die Aktionen seiner Feinde ziemlich genau einschätzen, weshalb er ziemlich viele Siege erringen kann. Oh, und Thrawn ist übrigens ein blauhäutiger, rotäugiger Chiss, der aus den unbekannten Regionen stammt. Einem Teil der Galaxis, der von der normalen Galaxis nur schwer zugänglich ist. Weshalb seine Spezies zu einem Großteil auch nur in der Chiss-Aszendenz in den unbekannten Regionen ganz unbehelligt vom Imperium und der neuen Republik lebt. Das ist eine wirklich sehr abgekürzte Beschreibung. Aber das Buch und die Trilogie führen halt eben neben Thrawn noch viele weitere Charaktere ein, die später immer wichtiger werden sollten. Was unter anderem auch zur Popularität des Buches und sicherlich auch zur Popularität Thrawn als Charakter beigetragen hat. In den kommenden Jahren führte der Autor dieser Bücher, Timothy Zahn, Thrawn noch in der Hand von Thrawn-Trilogie und dem Prequel Die Kundschafter weiter aus, wo Thrawn von einem einfachen Bösewicht mehr zu jemandem wurde, der das Imperium als das geringere Übel nahm, um es später vielleicht nutzen zu können, die eigenen Leute zu retten. Dann kam ja der Kauf Disneys und all das, was ich euch hier erzählt habe, wurde in den Legends-Bereich verfrachtet, damit Disney mit Lucasfilm eigene, neue Geschichten außerhalb der Bücher erzählen konnte. Und das wurde nun Kanon genannt. Also die komplette Geschichte, sowohl die Filme, die Bücher, die Comics, die Videospiele, alles zusammen sollte den Kanon bilden, der alle Geschichten untereinander vereint. Hier fehlte Thrawn einige Jahre, bis 2016 die Premiere der 3. Staffel von der Animationsserie Star Wars Rebels erschien. Denn da wurde Thrawn in den Kanon geholt. Wieder mehr als Bösewicht, vor allem auch als Bösewicht, der auch zivile Opfer hinnimmt. 2017 erschien dann der erste Roman mit Thrawn wieder, wiedergeschrieben von Thrawns Schöpfer Timothy Zahn. Auf diesen ersten Roman folgten 2 weitere Romane mit Thrawn im Imperium, die um die Rebels-Handlung herum existierten. Und in der 4. und letzten Staffel von Rebels schaffte es der junge Jedi Ezra Bridger auf die Brücke von Thrawns Sternzerstörer und ließ sich und Thrawn mit dem Sternzerstörer von Purge von Weltraumwahlen in den Hyperraum entführen. Was chronologisch erstmal das Letzte war, was wir von Thrawn und Ezra wissen, da beide in der Originaltrilogie ja auch nicht aufgetaucht sind. Dazu gab es dann bisher noch 2 weitere Prequel-Romane der Ascendancy-Trilogie, mit einem jüngeren Thrawn als Offizier bei der Chiss-Aszendenz. Hier wird Thrawn wieder etwas anders dargestellt. Und wir bekommen auch eine Story vorgesetzt, die große Andeutungen auf Thrawns Zukunft über Rebels hinaus macht. Zum einen sehen wir hier einen Thrawn, dem das Leben, und zwar alles an Leben wichtig ist, solange es ihn, sein Schiff oder die Aszendenz nicht bedroht. Den neuesten Band davon, Greater Good, habe ich quasi seit gestern Nacht zum Zeitpunkt, zu dem ich das Video hier aufnehme, ausgelesen. Und da konnte man einen starken Kontrast zum Rebels Thrawn sehen. Ohne wirklich viel zu spoilern, lernt Thrawn in diesem neuen Buch eine Gruppe an Flüchtlingen kennen, deren Anführerin Massenselbstmord begehen möchte. Thrawn versucht das aber um jeden Preis zu verhindern. Nicht, weil es wichtig für ihn oder für die Aszendenz wäre. Er bekommt da wirklich keine Vorteile durch. Er sagt hier, dass er es einfach nur verhindern will,
weil er keine unnötigen Tode sehen will. Das ist jetzt ein starker Kontrast zum Thrawn in Rebels, der einfach ganze Städte voller Zivilisten bombardieren lässt, um Rebellen rauszulocken. Und dann haben wir da ja noch die potenziellen Feinde der Chiss-Aszendenz, die uns in den Romanen vorgestellt werden. In den Romanen wird manches Mal nämlich angedeutet, dass Thrawn wirklich nur beim Imperium ist, um das Imperium als Verbündeten für die Chiss-Aszendenz zu bekommen oder um die militärische Macht des Imperiums ausnutzen zu können. Neben der Chiss-Aszendenz gibt es nämlich in den unbekannten Regionen noch andere, mächtigere Mächte wie die Grisks, die auch dem Imperium gefährlich werden könnten und ja teilweise sogar schon kleine Operationen im Raum des Imperiums haben. Damit wird hier angedeutet, dass Thrawn das Imperium eigentlich eher mehr haben möchte als Verteidigung für die Chiss, sollten die Chiss von den Grisks mal richtig angegriffen werden. Das allerletzte, was wir dann von Thrawn noch haben, ist Ahsokas Bemerkung in The Mandalorian, was 9 Jahre nach Thrawns Verschwinden spielt. Okay, das ist erstmal das Wichtigste, was ihr aus Thrawns Geschichte der letzten 30 Jahre wissen müsst. Bevor wir jetzt zu den potenziellen Problemen mit Thrawn in der Zukunft kommen, gibt es aber noch einmal ganz kurz Werbung zu Audible. Falls ihr einen der Thrawn-Romane als Hörbuch hören wollt, schaut mal bei Audible vorbei. Mit einem Probemonat bekommt ihr da ein bzw. als Prime-Kunde sogar 2 Tokens, vollkommen kostenlos, mit denen ihr euch ein bzw. dann 2 Hörbücher aussuchen und kostenlos hören könnt. Wie eben auch dann 1 oder 2 der Thrawn-Bücher. Diese Bücher gibt es auf Audible leider nur auf Englisch. Die neueren Thrawn-Bücher sind hier aber bisher auch noch überhaupt nicht auf Deutsch erschienen. Falls euch das interessiert, findet ihr Audible sowie auch die Thrawn-Bücher unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr über die Links was abschließt, bekomme ich auch eine kleine Provision, mit der ihr mich riesig unterstützen könnt. Vielen Dank dafür. Damit jetzt aber Werbung Ende und lasst uns zu den Dingen kommen, die mir in Zukunft Bauchweh in Richtung Thrawn machen könnten. Nimmt man jetzt die Geschichten der exzellenten Bücher Timothy Zahns, deuten diese meiner Meinung nach ganz klar auf eine Version von Thrawns Zukunft hin. Und zwar nicht nur auf eine Version von Thrawns Zukunft, sondern auch auf eine Version der Zukunft der Star Wars Galaxis als Ganze. Denn die Bedrohung der Grisks war am Ende des chronologisch letzten Thrawn-Romans, am Ende von Thrawn Verrat, noch deutlich da. Vielleicht nicht unbedingt direkt in der Hauptgalaxis, aber definitiv in den unbekannten Regionen bei den Chiss, mit der Möglichkeit, dass es eben zum Imperium, zu der Neuen Republik und so weiter rüberschwappt. Und wir wissen, dass Thrawn ja nach dem Rebels-Finale nicht großartig was machte, zumindest nicht in der Hauptgalaxis. Scheinbar schien Thrawn auch für das Imperium da unauffindbar zu sein. Okay, wenn man jetzt das Wissen der Bücher hat, worauf lässt uns das schließen? Für mich deutet das ganz stark darauf hin, dass Thrawn irgendwie mit Ezra zurück in die unbekannten Regionen gelangte und dort mit der Gefahr der Grisks beschäftigt war. Und hier fängt mein Dilemma an, denn zum einen würde das Thrawn ja mehr oder minder zu einem der in Anführungszeichen Guten machen. Wenn er in Zukunft richtig geschrieben wird, kann er mit den Chiss eine dritte Partei bilden, die sich gegen die Grisks stellt. Und da die Grisks nun mal auch ein Gegner der ganzen Galaxis wären, könnte sich Thrawn somit mit der Neuen Republik zusammentun, um gegen die Grisks zu kämpfen. Ist diese Gefahr aber gebannt, könnte er wieder ein Feind werden, in der Theorie. So oder so ist das mein erstes Dilemma, da ich a. Thrawn eigentlich gerne als großen, bösen, alleswissenden Superbösewicht in der Zukunft hätte. Nicht unbedingt als einen gnadenlosen Bösewicht, der einfach nur böse ist, der jegliches Übel in Kauf nimmt, aber als wirklichen Antagonisten, der die Neue Republik richtig ins Schwitzen bringen kann. B. möchte ich aber auch, dass die Serien mit den Büchern eine Geschichte bilden. Und das schließt Thrawn als den großen imperialen Bösewicht mittlerweile eigentlich fast aus. Wenn wir in The Mandalorian und den Ablegerserien allerdings nur einen Thrawn sehen, der einfach von Grund auf böse ist, ohne irgendwelche Charakterzüge, die er in den Büchern bekommen hat, und ohne irgendwie auf die Story einzugehen in den Büchern, würde ich mich, um ehrlich zu sein, verarscht vorkommen. Wenn man die Romanversion von Thrawn nimmt, sehe ich momentan nämlich nur einen Grund, warum er zur Zeit von The Mandalorian noch dem Imperium angehören würde. Und das wäre immer noch eine Bedrohung in den unbekannten Regionen, sei es jetzt durch die Grisks oder irgendwen anders. Klar könnte in anderen Büchern noch erklärt werden, dass die Chiss und Thrawn alle Gefahren dann doch irgendwie dort besiegt haben, weshalb die Grisks in The Mandalorian dann eben nicht auftauchen. Damit wäre dieser Handlungsstrang aus den Büchern schon mal weg und es könnte damit erklärt werden, warum die eben nicht da sind und damit vielleicht die Fans zufriedenstellen, die sich da aufregen würden.
Aber dann hätte Thrawn überhaupt keine Motivation mehr, dem Imperium anzugehören. Thrawn schloss sich dem Imperium ja nur an, damit die Chiss-Aszendenz gegen die Gefahren in den unbekannten Regionen potenziell einen starken Verbündeten haben könnte. Das Imperium liegt zu dieser Zeit aber in Trümmern. Also wäre die Neue Republik eigentlich jetzt für Thrawn die bessere Wahl. Und selbst wenn Thrawn am Imperium festhalten würde, dann nur, wenn die Aszendenz noch weiter bedroht bleiben würde. Also würde es für Thrawn überhaupt keinen Sinn ergeben, hier noch weiter ein Imperialer zu sein. Noch dazu hat die Chiss-Aszendenz eine strikte isolationistische Politik, die ja sogar so weit geht, dass die Chiss-Aszendenz selbst Angriffe auf andere Bevölkerungen verbietet, wenn von denen nicht der erste Schuss abgefeuert wurde. Dass Thrawn also als Bösewicht der Chiss-Aszendenz hier auftaucht, der gegen die Mandalorianer, gegen die Neue Republik oder wen auch immer kämpft, ist mehr als unwahrscheinlich. Damit bliebe den Serien wirklich nur noch die Option, eine Gefahr in den unbekannten Regionen mit reinzunehmen, gegen die Thrawn dann kämpft und gegen die Thrawn vielleicht noch Unterstützung braucht, weswegen Thrawn dann im Prinzip auf die gleiche Seite der Protagonisten kommen würde. Das könnte dann wenigstens noch erklären, warum Ezra auch so lange weg war, weil er eben Thrawn vielleicht direkt dabei half, gegen diese Gefahr zu kämpfen. Mein großes Problem hier: ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serien in Zukunft so viel aus den Romanen mit aufnehmen werden. Vor allem, dass die Serien die Chance verpassen werden, Thrawn als Bösewicht darzustellen. Ja, Cobb Vanth war eine schöne Überraschung. Und vielleicht ist das ja auch ein Zeichen, dass ich hier eines Besseren belehrt werden werde. Andererseits hängt Dave Filoni hier mit im Boot. Und dank der ersten The Bad Batch-Folge haben wir wieder gesehen, wie sehr Dave Filoni auf andere Werke und die Kontinuität als Ganzes achtet. Nämlich gar nicht. Wäre hier Jon Favreau der Einzige im Boot und Dave Filoni nicht dabei, wäre ich vielleicht noch optimistischer. Dank Filoni, der dem EU damals mit The Clone Wars eine riesen Marke einbrachte, bin ich da wesentlich skeptischer. Man kann zu Filoni sagen, was man will, aber Filoni hat mit seinen Werken definitiv dem ganzen erweiterten Universum, das heißt Büchern, Comics und so weiter, geschadet und scheint es jetzt im Kanon auch weiterzumachen. Als Disney damals Star Wars kaufte und das EU entkanonisierte, habe ich persönlich Star Wars für gut 5 Jahren komplett den Rücken zugekehrt. Ich habe keine Bücher mehr gelesen, keine Bücher mehr neu gekauft, keine Videospiele, gar nichts. Nur Rogue One und der Spaß an diesem YouTube-Kanal haben mich zu meiner Liebe zu Star Wars zurückgebracht. Hätte ich diesen Kanal jetzt nicht und wäre das hier nicht mein Hauptberuf, wüsste ich aber jetzt schon, dass ein falsches Handhaben Thrawns in den kommenden Serien bei mir definitiv dafür sorgen würde, dass ich kein einziges kanonisches Werk mehr anfassen würde. Thrawn ist für mich, wie auch für viele Fans, viel, viel zu wichtig, als dass er jetzt hier falsch gehandhabt werden darf. Wenn die Serien Thrawn jetzt nicht wirklich hinbekommen, was ich fürchte, könnten die Serien, zumindest die des Mandoverses, bei mir bald den gleichen Stellenwert einnehmen wie die Sequels. Und das fände ich schade, weil The Mandalorian mir bisher so unglaublich gut gefallen hat. Und das ist das wirklich große Dilemma bei mir. Ich will mehr von Thrawn. Ich will einen Live-Action-Thrawn sehen. Ich glaube nur nicht, dass mir gefallen wird, was mit Thrawn in den Live-Action-Serien gemacht wird. Entweder die scheißen auf die Bücher und machen Thrawn zu einem richtig coolen Bösewichten, was nicht gut wäre. Oder die hören auf die Bücher und Thrawn wird wahrscheinlich zu einem Verbündeten da in der Serie, was mir von dieser "ich will den Kanon als Kanon sehen" Seite sehr gut gefallen würde, aber dann wird Thrawn wahrscheinlich nicht so ein wirklich interessanter Bösewicht. So oder so sind die da, denke ich, in einer Zwickmühle. Und ich denke, dass sie den Ausweg nehmen werden, der mir wesentlich weniger gefallen wird. Und das macht mir Bauchschmerzen. Aber was sagt ihr? Könnt ihr das nachvollziehen? Geht es euch da ähnlich? Oder ist euch das eher egal, wie Thrawn im Mandoverse rüberkommen wird? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Hier findet ihr jetzt noch ein Video darüber, wie die Rebellen in Rebels den Bau des Todessterns aus Versehen beschleunigten. Hier 3 Videos über Thrawns Geschichte in Legends und hier ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.